Dire Team Ban. So, und wir sind zurück in der ESL, oder wir sind wieder da in der ESL Think Fast Razer League in der Gruppenphase. Am dritten Tag, dieses Mal geht es gegen, oder mit Zero plus 4 gegen Road to TI 5 in der Gruppe B. Und ja, hier ist Smash It als Road to TI 5 mit einem Logo, was sie leider nicht bei DS angegeben hatten, sonst wäre das auch schön im Intro drin. Aber hey. Und Zero plus 4. Wo wir halt Zero sehen. Und dann die vier anderen. So ungefähr. Wie diese X plus 4 Teams halt so gerne mal machen. Gut, Brewmaster und Razer. Das heißt, wir haben noch eine Viper drin. Und wir haben noch diverse andere Imba-Helden drin. Die noch nicht gebannt wurden. Aber ein Visage-Bann hier von Zero plus 4 sehr interessant. Vielleicht haben sie vorher mal geguckt. Oder vielleicht hatten sie schlechte Erfahrungen mit einer Visage. Kann natürlich auch sein. Kann natürlich immer sein. Tja. Gerade gucken. Ups. Oh. Noch ein bisschen lauter machen. Einfach ein bisschen lauter, damit das halt irgendwie mit der Stimme passt. Jakiro Center Warner. Beides zusammen. Interesting, schöne Setups. Mal gespannt, Jakiro ist ja sehr beliebt, sehr im Kommen. Was halt hauptsächlich daran liegt, dass also man kann einfache Kombos und einen guten Damage mit ihm machen. Aber meistens halt auch erst nach dem Alt-Zept, also braucht eine Art von Setup. Das ist natürlich der Center Warner ziemlich gut. Wenn der Cent trifft, dann kommt vielleicht immer Macro Pyre, Ice Path und dann Dual Breath, Liquid Fire. Und dann mit der Dual Double Edge sollte da nichts mehr übrig sein. Auch von Titan dann nicht. Und Zero plus 4 gehen hier mit dem stabilen Lineup Tidehunter gegen Lich. Five seconds remaining. Okay. Reserve time. Ja, also nach der Viper wurde noch nichts gebannt. Aber jetzt kommt die Medusa. Wäre... Naja, klar. Also, irgendwas muss man bannen. Medusa ist ein starker Held. Mit Titan und Lich ist es auch ziemlich gute Supports dabei, die hier dafür sorgen könnten, dass die Medusa fett wird und das Teamfight halt relativ schwierig wird, einfach da reinzufighten. Deshalb früher bannen. Kann man gut verstehen. Guter Held. Kai approves. Keine Ahnung. Ja, ja. Ja, ansonsten natürlich, das ist das erste Spiel von vier heute. Wir haben 17.30 Uhr. Und das nächste Spiel wird dann direkt in Folge laufen. Und danach wird etwas Pause sein bis 20 Uhr. Wahrscheinlich 20.15 Uhr. Da die Lobbys sequenziell erstellt werden. Und... ich nicht weiß, in welcher Reihenfolge ich bin, dementsprechend ist es halt teilweise zwischen 20 Uhr und 20.30 Uhr geht dann das nächste Spiel los. Mal schauen, was es sein wird. Ich nehme mal an, dass es etwas aus Gruppe 1, Gruppe A sein wird. Da haben wir einiges an Auswahl. Wenn ihr gerade Zeit habt, wir haben hier in Gruppe A die Northern Lions, Border Dash Gaming, Aragorn, Raw Evolution und Swaggy Boys, die in der Gruppe A zur Verfügung werden. Ich glaube, eins von den fünf oder zwei von den fünf Teams werden wir dann um 20 Uhr sehen. Und 7 plus 4 haben lange entscheiden müssen, dann den Skywrath Mage zu bannen hier. Klar, wäre auf jeden Fall für Road to Tier 5 auf jeden Fall spannend gewesen. Mit dem Center Warrunner und dem Jakiro haben sie genug Stun, Stunlock.
um da halt ziemlich einfache Mystic Flare Kombinationen auszuliefern. Außerdem macht es halt, hat der Scarlet Mage halt die Silence. Und der prinzipiell Jahir und Center Warner relyen on Stunts, die halt durchaus ein bisschen Cast Animation haben. Könnte zum einen Tidehunter halt vorher noch ravagen. Oder in was in der Art. Also, sowohl Icepath als auch der Storm vom Center Warner haben durchaus eine Animation, die es dann möglich macht, schnell wegzublinken oder Ravage rauszuhauen oder diverse andere Escapes anzumachen. Wohingegen der Scarlet Mage Silence da doch direkt instant ist. Genau, mit Wraith King kommt ein weiterer stabiler Held, der sehr gut in der Lane ist, raus und Vengeful Spirit wird hier ausgepickt. Nehmen wir meistens nur als Counterpick zu einem Void, wegen dem Swap. Von daher bin ich mal gespannt, wie sie es hier machen wollen. Es sieht aber so aus, als ob Roger TR5 einfach ein extrem aggressives Lineup hier picken und eventuell sogar aggressive gehen könnten mit Jakiro, Cent und Vengeful Spirit. Oder halt einfach einen Core Jakiro hier spielen, um schnell zu pushen und ein richtig frühes Mid-Game-Lineup hier aufwenden. Und die AA kommt hier, aber ich. Also, wenn Roger TR5 hier wirklich auf Aggression gehen, dann glaube ich, hat Zero Plus hier ein bisschen ein Problem. Weil AA braucht Zeit, um online zu kommen. Lich ähnlich. Und Tidehunter geht so. Aber es sind halt alles drei richtig passive Helden. Von daher werden wir hier von Zero Plus 4 demnächst wahrscheinlich einen fetten Carry sehen. Vielleicht sowas wie eine Spectre oder ein Morphling. Einfach weil ich halt sehe, dass es so passiv ist, dass sie da bestimmt was reinfarmen wollen. Eventuell könnte ich auch ein Anti-Mage passen. Und ein Draw spricht für diese Aggression. Definitiv. Von daher sehr guter Visage-Bann, weil mit einem Core Jakiro hätte man hier durchaus noch eine Visage nehmen können und dann Venge, Draw, Visage als eine Lane machen. Jakiro Mitte. Nee, Draw Mitte, Jakiro als Carry und Center of the Offlane. Aber ohne die Visage ist es nicht so einfach möglich. Dementsprechend eventuell Draw Mitte. Dann könnten sie hier noch einen Support brauchen oder sie nehmen einfach noch einen Carry. Ein Morphling würde hier wahrscheinlich ganz gut reinpassen, ist aber vielleicht ein bisschen spät. Eventuell sogar sowas wie ein Core Prophet oder sowas. Könnte hier sehr gut sein. Oder wie gesagt, Jakiro Farm, noch ein Support und die Spectre. Sehr passiv, sehr Late-Game-orientiert und ich habe die Befürchtung, wenn Roger TR5 hier nicht vollkommen in der Landing-Stage versagen, dann Choo-Choo kommt der Pain Train und dann sieht das Ganze ziemlich schlecht aus für Zero Plus 4. Ziemlich früh. 10 seconds remaining. Weil das ist schon super Aggression, die rauskommt. Und Throw Ranger mit der Vengeful Spirit Aura und dem ganzen Control, der da halt wirklich vorhanden ist, ist halt wirklich böse. Und bisher hat Zero Plus 4 nicht wirklich was, was daran kann. Klar, Spectre kann halt irgendwie reinhorten, ist aber jetzt nichts, was die Draw Ranger halt direkt tötet. Tidehunter Ravage ist auf jeden Fall was, was ja reliable kommen wird, es sei denn, der Gush sitzt perfekt. Und da blinkt irgendwie den Gush rein oder generell. Ja, nicht Gush, sondern Silence Gush. Gast. Gush. Gott. Ach, Dota. Ja, das ist halt so der Punkt. Also, sie haben sowohl das Positioning und die Control eigentlich, um sowohl die Ravage eventuell aufzuhalten, als auch so weit early zu fighten, dass die Spectre vielleicht nicht so viel tun kann. Sollte hier auf gar keinen Fall auf den Radiance gehen, weil das wird viel zu lange dauern. Selbst in 15, 16 Minuten Radiance, ja, sehe ich nicht, wie sie das bekommen können. Einfach weil die Lanes sehr schnell reingepusht werden. Und ich erwarte hier richtig viel Aggression von Roach und TR5. Da sollten sie jetzt auch gegen bannen. Entweder einen Support-Bann oder vielleicht sogar einen Profit-Bann. Kann hier durchaus die Möglichkeit sein. Ansonsten ist aber noch der Ogre drin. Und ich glaube, das wäre eigentlich, ja, das wäre eigentlich der offensichtlichere Pick, dachte ich. Irgendwo. Ja, Draw Ranger Mitte oder Ogre mit Mitte halt. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Und dann halt entweder einen Ogre noch picken oder einen Prophet zum Pushen picken oder halt irgendwas, was früh fighten kann und früh online kommt. Prophet halt als Fernkämpfer. Ogre ist halt so die Sache, aber es spricht zur Control. Bloodlust funktioniert hier mit der Draw Ranger auch super gut. Und generell starker, tankiger Held, der auch vorne sein kann und stunnen kann. Würde ich also hier eigentlich präferieren. Aber wir haben noch ein paar andere Helden drin, von daher. Rubik ist es, okay. Ja, Tide. Ravage, Ice Blast, Frost, Ice Blast, AA Blast, ja. Chain Frost, Ice Blast, ja.
einiges drin. Aber wenn es nur ein Haunt ist. Aber ja, ich glaube, ich freue mich da halt gerade eher über den Rubik-Pick. Das ist halt ein super spannender Held zum Zugucken ist. Und irgendwie sieht es halt so aus, dass Approach to TI5 ein ziemlich gutes erstes Laning Stage hat. Und dementsprechend sollte der Rubik auch genug bekommen, um aktiv zu sein. Und das macht immer Spaß zu gucken. Aber generell mit dem Rubik-Pick bin ich mir nicht sicher, ob das die richtige Wahl ist. Also das wird wohl ein Core-Jack-Hero-Rate sein. Draw Ranger Mitte, Center Warrunner Offlane. Aber ich weiß nicht mit dem Rubik. Ich weiß nicht, ein Ogre vielleicht hier besser gepasst hätte. Einfach um drin zu stehen und den Damage rauszuhauen. Klar, sie haben super viel Damage. Aber vielleicht ist auch einfach nur der Lift, um den Titan da von der Drawback zu werfen oder sowas. Oder die, die Spectre Illusion da rauszubekommen. Kann aber auch funktionieren, klar. Mehr Stun, mehr Control, Damage. Und das Nullfeed darf man hier nicht vergessen. Gegen Ancient Aberration, Lich, Ravage und Eventual Spectre Radiance sollte man das auf gar keinen Fall hier vergessen. Darf man nicht vergessen. Ja, und der Slark ist auf jeden Fall was, das ja mit der Aggression mithalten kann. Es wird wohl ein Slark oder ein Spectre Mitte sein. Gegen eine Draw-Mitte oder ein Jakiro-Mitte. Puh. Und das ist wohl bei beiden nicht so optimal. Andererseits mit Lich-Spectre oder Lich-Schlag-Mitte könnte das schon eher der Fall sein. Könnte aber auch ganz gut sein, dass hier ein Aggressive Trial-In kommt. Und dann, gut, Jakiro geteilt hat. Kann sein. Nicht sicher. Wir werden sehen. 10 Sekunden remaining. 5 Sekunden remaining. Gut. Na dann, 0 plus 4. 0 auf dem Slark. Mal schauen, wohin geht. Aber Spidey hat schon gepickt und wird wahrscheinlich. Wird wahrscheinlich auf die. In die Mitte gehen. Bin nicht sicher. Eigentlich ein Pullman's Shield spricht eigentlich für die Safe Lane, dachte ich. Aber gut. Hier unten ist es auch nicht so optimal. Erstmal einen Jungle invaden. Aber Fake Death auf der Draw Ranger. Auf der Seite von Road to TF5 geht erstmal auf die Safe Lane, dementsprechend. Aber das könnt ihr auch solo machen, durchaus. Daher. Wir sehen es noch nicht ganz. Red geht jetzt erstmal Warden, Boots First Lich. Interessant. Und es wird hier eventuell schon. Beide Teams werden sich aufeinander treffen, aber. Erstmal drumherum gegangen. Haben wir so eine Items, Boost First Center Warner, okay. Aber auch Boots First Venge, da wollen die auf jeden Fall was bekommen. Wenn die unten was bekommen, aber niemand sieht sich so richtig. Links kommen hier. Spectre wird tatsächlich gefunden. Die Frage ist, aber Stun erstmal hier auf die Ancient Aberration ist ein einfaches Ziel. Rebreath zum Sloan. Center Warner versucht ranzukommen. Wird aber gegascht. Rubik Lift könnte da sein. Das könnte aber so reichen. Sieht nicht danach aus und anscheinend überlebt die AA. Aber immerhin eine Salve geforst. Schon mal etwas und jetzt geht's zurück zu den Lanes. Winter Warner geht nach unten. Und wie es scheint, wird es entweder Dual Lanes oder ganz normale Tri Lanes haben. Und Rubik geht nach oben. Okay, für 0 plus 4 gibt es Dual Lanes mit Spidey auf der Spectre. Supported von TMG auf der Ancient Aberration, die gerade so den Death überlebt hat. Zero in der Mitte auf dem Slark und zu guter Letzt die Offlane zwischen Dread und Solid Balls auf dem Titan Hunter und dem Lich. Gebeendet wird es von einer Tri-Lane von Road to TR5 mit Fake Death auf der Draw Ranger. Rubik auf. Naja, Wipska auf dem Rubik. Only TNF TV auf der Vengeful Spirit, die erstmal ein bisschen pullt. Ja, in der Mitte Smash Juicy J. Juicy J auf dem Jack Hero. Tatsächlich doch in der Mitte. Und Wambo Karambo auf dem Center Warren auf der Offlane. Okay, also haben wir eine Tri-Lane oben, die eventuell was tun kann, aber. Halt auch der Center, der doch ein bisschen mehr bekommt als oben. Und sie haben halt auch direkt den Lich gefunden und der kriegt das First Blood auf. Draw Ranger bekommt tatsächlich den First Blood. Ist halt auch super einfach, weil ein Lift, ein Stun und dann haben wir Ice Balls.
Ice Arrows. Und das ist halt schwierig. Außerdem hier unten, Slark hat doch einiges an Damage, den er da von dem Jack Hero bekommt. Level 3, ja, Liquid Fire. Level 2, habe ich schon gedacht. Und es ist einiges an Harris, was rauskommt. Und ich weiß auch nicht, ob die Bottle das so komplett negieren wird. Klar, eine Bottle ist da super. Dauert aber noch 600 Gold. Und außerdem wird bis dahin der Damage halt noch mehr sein. Daher schon weit. Center Warner kriegt hier die Lane reingepusht, kriegt gute Erfahrung. Level 3 nach 2 Minuten. So wie es sein soll in dem Sinne. Und sogar ein paar CS, ne? So 4 zu 1. Wenn die Last Hits, Mitte sieht richtig gut aus für den Jack Hero. Den jetzt die Last Hitweise richtig übernimmt. 13-3 gegen den 3-0 Slark. Das ist schon einiges. Da finde ich den Haste Rune, die ihm aber gegen den Jack Hero nicht wirklich was bringt. Der auch gerade hier einkauft, wie man sieht. Und auch nicht auf Bottle geht. Wir haben die Draw Ranger, die hier verfolgt wird, aber naja, Frostblast und Gush mehr ist da nicht drin. Gepult wird erstmal von Team G. Oder auch nicht. Na gut, dann nicht. Und halt die Mitte wird halt weiterhin Zero, ist relativ low, kriegt auch jetzt hier noch ein bisschen Damage rein. Ah ne, kriegt nur den Slow rein. Nur der Frostblast hat getroffen. Kriegt die Lane schön gepusht, aber muss halt dementsprechend auch in dem Tower last hit, ist ein bisschen böse. Und die Venge ist hier ein bisschen zu weit vorne gekommen. Wird gefrostblastet. Bitzel. Halt doof. Was für die Jakira halt auf der anderen Seite spricht, ist natürlich auch... Ja. Ist natürlich halt auch, dass der Tower doch durchaus gepusht wird mit dem Liquid Fire. Wird gleich ein Level 3 Liquid Fire rauskommen, das macht schon einiges an Damage. Und das ist, richtig im Pushing-Modus. Beide Seiten haben ein bisschen Harris, besonders auf der Top-Lane ist halt auch der Lich Tidehunter hat durchaus die Möglichkeit zu harrissen. Wie man halt auch an dem Tod der Vengeful Spirit gesehen hat. Aber Slark muss ja aufpassen, aber hat seine Bottle. Muss jetzt hier doch schon einige Zeit botteln. Top-Lane kam mit der Frostblast, jetzt kommt der Stun. Stun und das ist ein ziemlich toter Lich. Anchor Smash kam da noch rein, aber hat es nicht mehr verhindern können. Das ist halt so das Problem, was halt die Lane bietet. Zum anderen haben wir halt den Lich, der durchaus Harris over time rausholen kann. Einfach wegen dem Frostblast, den er mal spammen kann. Center Warner sneakt sich in eine Double Damage Rune, die durchaus für den Slark wichtig geworden wäre, um was gegen dich zu tun. Aber soll erstmal nicht sein. Auch die andere Rune geht hier in die Vengeful Spirit mit der Bounty Rune. Damit auch schon fast Level 3 wird. Und ein Center Warner, der hier tatsächlich mit der, mit der Double Damage Rune hier doch ein Go macht. Und die Ancient Aberration findet. Und vielleicht gar nicht mehr so weit hinten sein muss. Weil Double Damage Rune... Ja, wenn Spectre da zu weit vorne kommt, stirbt er da direkt. Da muss er halt auf jeden Fall aufpassen. Und Mitte wurde ein bisschen gepusht. Jetzt ist hier Jakiro, kriegt tatsächlich den Tower, aber könnte damit mit seinem Leben bezahlen. Die Frage ist, ob er rechtzeitig da wegkommt. Und er brockt nicht, kommt da rechtzeitig weg. Und Spectre fällt unten gegen den Center Warner. Das ist böse. Fällt er einfach so down. Und 5 zu 1 für Road to TI5. Ja, schauen, also es sieht halt richtig böse aus. Last-Hit-mäßig ist es noch okay. Mein Spectre farmt auch noch, wenn er halt gerade nicht stirbt, aber ja, die Frage ist halt, ob es ausreicht. Und das wird halt dann so das Wichtige kommen. Auch mit Double Edge immer ein bisschen Harrison. Wird auch böse. Und jetzt kommt sogar das Ulti, um den Jack Hero zu retten. Wichtig. Denn der ist zurzeit gerade Top-Farmer. Und könnten hier eventuell rotaten, haben, finden hier einen Slark, der keinen Shadow Dance mehr hat. Das ist böse. Hat einen Leap, aber den wird schön geblockt. Und Double Edge besiegelt das Schicksal. Slows kommen hier rein. Lich hat auch schon alles rausgehauen. Hat halt nicht mehr viel. Die Frage ist halt, ob sie da noch rankommen. Und es sieht nicht der Fall aus.
345 trifft 360 Movement Speed und da kommt niemand so recht rein. Center geht wieder nach unten. Und aber 1 zu 6 haben wir wieder einen Slug bekommen. Der halt als Midlaner doch durchaus wichtig ist für das Lineup von 0 plus 4. Dann halt mal die Graphen angucken. 4000 Net Worth vorne für Smash, die aber auch einen Tower haben. Und der XP-Graph ist halt ähnlich das, was im Net Worth halt so sich zeigt. Und wenn das hier passiert, ist es halt richtig böse. Centaur auf der Offlane zoned einfach mal den Spectre aus. Hier haben wir ein bisschen harassed. Mit der Double Edge und ja, gut, okay. Weiterhin, ach du Scheiße, was da für ein Damage von der Draw Ranger rauskommt. Aber die reichen nicht ganz hier. Ranger ist dafür zu langsam und hat auch der Movement Speed von 15% Slow reicht da nicht aus, um hinterher zu laufen. Dafür ist Lich dann doch relativ schnell, muss man sagen. Aber Master of Death ist draußen, Level 6 ist da und Rowranger ist jetzt quasi auf ihrem Hoch erstmal. Der Hero juckt hier schön heraus, aber sollte das Ganze nicht überleben. Hätte noch einen Buckler, den aktivieren kann, aber okay. Braucht er tatsächlich nicht. Titan jetzt ist Level 5. Und oh Mann. Kriegt hier die Ancient Apparition, aber stirbt gegen Inspector. Eine Dominating Spree für Inspector. Da wird sich Spidey auf jeden Fall freuen. Das ist doch durchaus etwas, was den Spectre voranbringt. 500 Gold und 900 XP. Der damit Level 7 wird. Immer noch kein Haunt. Was ich tatsächlich jetzt mal so ein bisschen anzweifeln würde. Einfach nur, weil... sie müssen fighten. Vielleicht wird das jetzt auf Level 8 skillen. Ja, okay. Wollte schon sagen, da muss er halt auf jeden Fall durchaus öfters mal kämpfen. Und auch nur die Illusions selber sollten hier schon reichen. Wird also auf ein frühes Perseverance hier gehen. Und okay, den Blinkdagger habe ich jetzt nicht gesehen. Ich glaube, das hat er auch nicht gesehen. Schöner, quasi easy Kill. Einfach mit dem Blinkdagger überzeugend geholt. Ist so ein bisschen hinterher gelaufen, zu gucken, was er macht. Und dann Jump Kill. 2 zu 9. Zwei Tower sind schon gefallen auf der Seite von 0 plus 4. Und der dritte sieht jetzt so aus, als würde er fallen. Auch mit dem neuen Ward, der aber vielleicht gar nicht mehr so nötig war. Könnte sich vielleicht noch für ein paar Pickoffs da später noch lohnen. Denn Jakiro hat das Mech fertig und wird jetzt wahrscheinlich... Hat... Ja gut, okay. Mensch für Spirit mit einem Early Medallion und einer Early Aegis für die Draw Ranger. Womit jetzt der T2 auf der Bottomlane... Naja. Angegriffen wird. Richtig böse ist. Oh, und da war es weit vorne. Hat umsonst gewartet. Und Spidey geht down. Master P Reactions kommen. Die Frage ist aber, Ravage kein Mana. Oh, das ist bitter. Können sie nicht mehr re-engagen. Aber Rubik ist hier sehr low. Liftet nochmals. Dann trifft nicht ganz. Und schöne Bodyblocks und Solid Balls. Womit halt einfach der Ice Vortex da blocken wird. Aber es reicht halt nicht ganz. 11 HP auf dem Tidehunter. Haben sie mal ein 1-1 bekommen, haben noch einen Spot bekommen. Aber wert war es das auf jeden Fall nicht. Waren sie sich doch nicht so sicher, dass sie da reingehen wollten. Und haben... Ja, haben keine Rotations gemacht. Hätte ich jetzt, so wie das bisher funktioniert hatte, gar nicht so erwartet. Dass sie hier... quasi... sich so... also overextenden. Weil sie einfach nur overextended, indem... sie nicht zu fünft da einfach reingelaufen wären, weil... Wir sehen das hier im Networth. Wir sehen das im XP-Graphen. Sie sind richtig weit vorne, haben eine Aegis. Es gibt eigentlich keinen Grund hier, defensiv zu spielen und alle Lanes zu farmen. Also es ist halt jetzt die Zeit, wo die Tower für 0 plus 4 fallen müssten. Aber jetzt kommt so ein bisschen der Group-Up von Rotted Tier 5. Blue Ranger kommt auch vorbei. Und der T2-Tower soll es jetzt sein. Slug blinkt aber schön hier. Das übergeben. Jetzt könnte man das Stampede anwenden, um den Zero zu bekommen, aber soll es nicht gewesen sein, wollen hier nicht extenden oder overextenden. Weiß ich nicht. Könnten hier aber durchaus mehr machen. Und treiben sie so immerhin einfach nur zurück. Ravage wäre allerdings jetzt hier eine ziemlich coole Position. Der Punkt ist aber halt, und Blinkdinger kommt da nicht rein. Besonders nicht mit dem Warding, was hier
Lotto Tier 5 auffahren, der durchaus. Das Warning ist durchaus super. Denn zwar die Wards halt eher in die Position von Towern, die halt ziemlich schnell down sind, aber im Prinzip erlauben diese Wards halt einfach die Tower so einfach zu nehmen, wie sie halt nehmen. Und dafür sind die 75 Gold für einen Ward durchaus sinnvoll geplatziert. Auch wenn sie halt nur für 30 Sekunden den Nutzen erstmal haben, wie der hier unten. Und jetzt reden wir auf den Titan da, der kriegt seine Ravage nicht raus. Silence noch da. Das ist bitter. Und ich glaube, da waren alle ready zum Engagen. Aber der Gush ist zu strong. In 3 Sekunden, oder? Ja, sind 3 Sekunden. Rubik findet hier Ice Armor. Ja. Hätte vielleicht eher Sacrifice gewollt, aber auch eine Ice Armor ist hier durchaus gegen den Tower wichtig, denn wirkt ja auch auf Tower. Und so ein Engage sollte dann schwierig dagegen sein. Blink Dagger ist jetzt für Draw auch fertig. Mit der Master of Madness fallen die ersten Racks nach ungefähr 13 Minuten jetzt hier. Reinhardt ist wieder vorhanden. Die Frage ist, ob sie den Titan rausbekommen haben. Nein, jetzt ist die Ravage draußen. Jetzt kommt das Spectre-Ulti. Super schöne Initiation von Typus 4. Die Frage ist, ob es reicht. Spidey ist mittendrin, aber die ersten Leute fallen schon wieder. Titan ist down. Slug geht down und die Initiation ist vorbei. Sie können nicht mehr fighten und verlieren hier die ersten Racks nach 12 Minuten 47. Und die ersten... Naja, okay. Ich dachte schon, Over-Extensions kommen hier. Aber er wollte halt nur mal seinen Vanguard haben. Okay. Aber es wird halt einfach rotiert. Und die nächsten Racks geholt. Ravage ist down. Alle Ultis sind down. Ich glaube, das ist GG. Denn 0+4 hat nichts. Haben keinerlei Ultis mehr. Und Smash wollen den T2 anscheinend vorher haben. Wahrscheinlich trauen sie sich dann doch nicht hier zu finishen nach dem zweiten Rex und wollen lieber den T2 erstens haben. Das überrascht mich so ein bisschen, eben weil sie hier auf der Clock sind. Okay, sind noch 60 Sekunden, aber in den 60 Sekunden kommen sie nicht auf Highground. Von daher bin ich mir absolut nicht sicher, warum sie da nicht reingehen. Das ist gerade ihr Timing. Das war halt so dieses, okay, wir bekommen das, also dieser Fight hier unten hat definitiv das Spiel beendet für 0+4. Rotary Tier 5 hätten gewonnen, aber sie wollen den Sieg noch ein bisschen herauszögern. Ich weiß nicht, ob es viel ändert daran, aber auf jeden Fall, wenn da hier noch was passiert, ist es auf jeden Fall für Rotary Tier 5 hier dieser Moment gewesen, der entscheidend war dafür, dass sie halt gesagt haben, okay, hier, da hättet ihr das Spiel beenden können. Definitiv. Aegis hat auch reclaimed. Hier hätte man durchaus gegen Rex traden können. Weiß nicht. Fehler für Road to Tier 5, aber ich glaube nicht, dass es noch sonderlich relevant wird. Spectre Enlasted ist weit vorne, aber der Networth sieht halt ganz anders aus. In Sachen Kills und in Sachen Tower, Gold und auch in Sachen Items halt einfach. Draw Rangers sehr mobil, braucht nicht wirklich der Aegis. Rubik hätte gerne einen neuen Spell, aber so viel Engage ist er doch einfach nicht. Ja, mit dem Vanguard und dem Oils kann man jetzt auch ziemlich einfach initiaten. Und dieser Silence ist so brutal für Jakiro. Jetzt kommt der Frostblast rein, aber ja, er bounced sogar ziemlich gut. Aber das Mech ist halt auch da, verhindert das Schlimmste. Ravage kommt jetzt doch raus, schöne Krankenstelle bounces. Und das Frostblast bounced immer noch nicht. Schöner Ice Path von Jakiro, hier 2 Stunt. Rubik hat eine Frost Armor mal wieder, aber das Silence ist einfach too strong und Spectre sollte jetzt hier down gehen, wird auch noch von der letzten Double Edge geholt. Letzter Überlebender, TMG auf der Ancient Liberation. Buyback von Vengeful Spirit und von Spectre immerhin. Aber ich meine, was sollen sie tun? Draw ist low, aber ohne Haunt. Noch 80 Sekunden. Wird es da schwierig. Vielleicht trifft es sogar noch. Patz, trifft es sich noch 50 HP. Und die bietet dann hier lieber doch raus, muss nicht unbedingt das Leben ausgeben, ja. Pernan ist wieder da und Rückzug für Smash wird eingeleitet. Ice Path ein bisschen off-target. Aber Blink ist da. Und alle TP'n raus. Objective nicht ganz so richtig bekommen, aber der Teamfight lief auch für 0+4 so perfekt, dass sie das sagen, okay, das schaffen wir kein zweites Mal. GG, well played von 0+4. Zu Recht, muss man sagen. Überragendes erstes Spiel, aber hauptsächlich hat es der Draft gewonnen. 0+4 wurden hochgradig outdrafted. Und die Zeit tatsächlich hier, in der sie das Game beendet haben, 16 Minuten
war noch quasi lange tatsächlich für Smash hier. Aber wir haben noch ein Spiel 2, noch nichts verloren und Zero Plus 4 müssen da an ihrem Draft ein bisschen ändern. So, Spiel 2, Smash gegen Zero Plus 4, coming soon.